alle, die mit den Oberflächenbehandlungen ausgesetzt haben, im Unterhalt, die sind irgendwann, ein paar Jahre später, mit den Kosten im Unterhalt, sind sie in enorme Schwierigkeiten hineingelaufen, weil sie gemerkt haben, uns fallen die Strassen auseinander. Schritt jetzt ein bisschen grösser gemacht. Was kann ich noch draussen bei den Applikationen, was kann ich noch bringen, was noch besser sind als die anderen? Eine Maschine reinbringen, den Gedanken. Dass wir müssen schneller werden und trotzdem gut sein. Im Verkehr beweglicher werden. Wir müssen eine relativ grosse Maschine haben, die viel Fläche in kurzer Zeit decken kann, dass sie das kostengünstig hinterlegen kann.
Eine Dimension könnte man so weit bringen, dass man sowohl eine Nimmibrüchtung und dass man den Krach kann mindern kann. Den Krach, das heisst, der Lärm kann sinken. Und die Dimension so gestalten, dass es wie ein Freistrauß ist. Hauptstraße, Kantonstraße, Bundesstraße. Da kann ich mir das gut vorstellen, dass die Zukunft halt schon dort mit modernen Geräten wird müssen passieren. Aber was die Zukunft noch ist, ist ja so, dass man Dimension, wenn die Dimension gebrochen hat, hinter, soll man den überschüssigen Splitter wegnehmen und schauen, dass man mit dieser Dimension den Krach kann aber senken kann. Also die Dezibel können senken und sogar. Ne? Das heisst, das Durchbrechen muss so schnell sein, dass gerade die Abwischmaschine hinterher kommt.